Ich habe es mir nicht nehmen lassen, nochmal auf meine letzten Tage hier in Frankfurt einen heiligen, sakralen Ort, das wäre zu viel gesagt, aber einen speziellen Ort aufzusuchen, nämlich die EZB hier mitten in Frankfurt, beziehungsweise ein bisschen außerhalb. Man sieht es, das ist hier die neue EZB-Stelle und es ist sehr, sehr windig und es ist sehr, sehr kalt hier an dieser Stelle. Tatsächlich ist es ein bisschen kalt, auch wenn man auf die Märkte guckt, denn da ist die richtig tolle Stimmung aktuell noch nicht da. Wir sind immer noch abwärtsgerichtet beim DAX, auch der Dow Jones. Aber die gute Nachricht, obwohl es nach unten geht, es geht relativ korrektiv nach unten. Also wir haben nicht den wirklichen Schub im Moment, sondern wir sind sehr, sehr wackelig unterwegs auf der Abwärtsseite und das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Das würde nämlich bedeuten, dass die Abwärtsseite eher die korrektive ist, also nicht die Haupttrendrichtung. Und wenn abwärts nicht die Haupttrendrichtung ist, dann sind die Chancen für Bullish ja gar nicht so schlecht. Auch wenn das im Moment nicht so anmutet und wir werden sehen, ob es vor dem Wochenende jetzt noch wirklich für weiter steigende Kurse gereicht. Aber zumindest bestehen nochmal Chancen, dass der Kurs irgendwann nochmal dreht. Vielleicht auch nicht unbedingt heute im großen Bild. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch voll in der Widerstandszone, die den Markt ja durchaus nochmal in den Dreh bringen kann. Es kommt natürlich ausgerechnet jetzt hier noch ein Zug vorbei, also wie immer es sein soll, es kommt immer zusammen und so kann es auch an der Börse natürlich kommen. Wir haben ja immer noch die Corona-Situation, wir sind noch nicht ganz sicher, was da passiert. Einige, die sagen, was regt ihr euch auf, das ist wie eine normale Grippe, andere sagen, das kann noch enormes Ungemach eben bringen. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, woher soll ich es auch wissen und wer weiß es überhaupt, aber diese Gefahren, die bestehen eben noch an der Börse und da sollte man also ein bisschen vorsichtig sein. Gold nimmt das Ganze sehr positiv auf, da sind wir so schubmäßig unterwegs. Ich glaube, die 16,50 haben wir eben schon gesehen, also nicht 16,50 Dollar, sondern 16,50 Dollar. Also sehr, sehr bullisch das Ganze, was wir von der Seite aus sehen. Silber zieht entsprechend mit. Und man wäre geneigt zu sagen, jeden korrektiven Rücksetzer sollte man nach unten nochmal mitnehmen. Bei Silber kann ich mir vorstellen, 20er Marken auf jeden Fall nochmal zu sehen, so das letzte größere Zwischenhoch auf jeden Fall. Wer sagt, Mensch, das hätte ich ja gerne vorher schon gewusst, das ist zum Beispiel etwas, was man nicht nur bei Trade des Tages, bitte anmelden, es ist kostenfrei, sondern auch bei Trade to Go, ebenfalls ein Service, wobei wir unsere Nachrichten per Video, per Sprachnachricht oder per Screenshot auf das Smartphone eben senden. Es kostet ja nichts, einfach mal mitmachen und sich freuen, wenn wir da vielleicht die eine oder andere Idee bringen. Ansonsten gibt es beim Euro gegen US-Dollar im Moment gerade so ein bisschen eine Bodenbildung. Das könnte ja nicht so schlecht sein, wenn der Markt da auf dem Weg mal nach oben wieder sich etabliert. Zumindest mal ein bisschen, zumindest nachdem es da so weit nach unten geht, wäre es nachvollziehbar. Ob das jetzt, wie gesagt, vor dem Wochenende noch der Burner wird, das werden wir sehen. Das bleibt eben abzuwarten. Nachrichtenseitig nicht ganz so viel mehr auf dem Plan. Klar, man bereitet sich aufs Wochenende vor und ich bereite mich so langsam aber sicher vor, wieder in wärmere Gefilde zu fliegen. Wobei, das werden wir dann sehen. Tokio ist manchmal nämlich auch ganz schön kalt. Am Montag fliege ich nach Tokio. Deshalb, falls ich mich am Montagmorgen nicht mehr melde, dann bitte nicht traurig oder böse sein. Ab Dienstag dann wieder aus Fernost. Also insofern hören wir uns in der nächsten Woche wieder und dann gibt es wieder spannendere Bilder und hoffentlich ganz viele spannende Geschichten vom Markt zu erzählen. Deshalb freue ich mich, wenn Sie bis dahin viel Erfolg an der Börse und natürlich ein schönes Wochenende haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.